Da ist er wieder. Hallo Justin. So, so. Ich glaube, ich habe eine schlechte Zeit erwischt, wird schon dunkel. Ja. Kleinen Tipp, lass uns nicht zu weit auseinanderbauen, denn wir werden uns definitiv unterstützen müssen. Die Tiere sind hier nach männlich und weiblich gepolt. Und ich habe das jetzt nur männliche. Ja, ich habe gerade so einen männlichen Stier. Jedenfalls hat er mich angegriffen. Umgeklatscht. Ich habe mich tierisch erschrocken. Ja, ich habe hier eine Kuh mit Hörnern. Ich weiß nicht, ob das Männle oder Weibel ist. Die schläft gerade, die Alte, oder der Alte, oder das. Ja, Hörner würde ich eher auf... Ja, was würde ich sagen, so nett, was du da hast. Mich hat das Teil einfach angegriffen, aber... Also ich bin hier beim Pillager-Turm, der wird sowieso irgendwann abgerissen. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Ich bin gerade... Der irgendwen auf der Map da oben. Halt, du warst da, glaube ich, schon. Du musst mein Pünktchen da einfach mal sehen, wo ich bin. Ich bin unter Tage gerade warm. Weil die Quest da irgendwas von mir haben wollte. Erwischt! Ja, genau. Hallo. Ey, du entweder. Ja, was du denn? Länger. Was soll ich denn mit dem? Penny? Nickel? Ja, es. Du wirst alles noch herausfinden, Darko. Du bist halt gar nicht so weit weg von mir, ne? Guck mal auf der Minimap. Ich sehe dich jetzt nicht mehr. Ja, okay, du bist unter Tage, stimmt. Da siehst du nur das, was unter Tage ist. Ach, ich freue mich schon, wenn du Bekanntschaft mit Gollum machst. Entspann dich mal. Ja, ja. Hier, was ist jetzt Superglue, Basin, Waterwheel, Underside Casing und ein Shaft? Alles klar, ich brauche das Underside Zeug hier. Das Hammer. Underside Casing, Cherrywood. Normales Holz und ein Lock. Okay. Hammer alles. So einigermaßen. Das und das. 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 Ach, leck mich doch, ey. Och nö. Empty Blaze Burner. Iron. Was? Eisen Cheats. Okay. Ich liebe es, mit Steinpicken anzufangen. Ich Ja, kleiner Tipp, bau dir nicht zu viele, die kannst du reparieren im Inventar. Ich hab nur eine bisher. Ich hab mir 3 Eisenpicken gemacht, 2 habe ich dann verbrannt, weil ich mittlerweile schon eine Diapicke hab. das haben wir jetzt auch. Waterwheel. Dazu brauchen wir das. Okay, was ist denn das für eine Mod? Crate. Warte mal, was? Ist das die, die ich denke? Die hast du doch schon gesehen. Die hatte ich dir doch gezeigt. Ja. Ja komm, das ist auch schon wieder Monate. Nö. 3 Wochen? 2 Wochen? So bin ich auf Höhe 80. Da war kein Berg, kein gar nichts. Oh Gott, das dauert ja Jahre, bis ich unten bin. Mittlere. Das mittlere ist deine Koordinate, Höhenkoordinate. Ah, okay. 8 gerade. Ja, ich musste auch erstmal danach gucken. So.
So. Und wir machen. Ah ja, komm, wir machen gleich zwei Water Wheels. Oh. So. Vielen Dank, Alk. Ich nutze mal deine Minenschacht. Das war übrigens nicht gewollt. Ja, kannst du ruhig. Bin ich einfach reingeplumpst gerade. Ja, ja, mach ruhig, mach ruhig. Wir können auch gern. Halt, jeder macht seine eigene Base, aber den Rest, der wird zusammen gemacht, weil wir werden uns definitiv unterstützen müssen hier. Schematic Cannon. Okay. Place and power a water wheel. Reinforce it. Kann man gar nicht bauen. Ach nee, Craft a belt. Dweeb Kelp brauchst du. Okay, ich muss zum Ozean. Eins Eik muss zum Ozean. Schön. Kann ich auch gleich fischen gehen? Scheiße. Aber in der Nacht will ich nicht raus. Ach, warum denn nicht? Ich habe ehrlich gesagt noch keinen einzigen Mob gesehen. Weil die Quest mich gleich unter Tage geschickt hat. Ja. Unter Tage spawnen sie aber auch. Und zwar häufiger als oben. Und ich habe ja ausgenutzt. Dann hast du noch Glück gehabt. Oder sag mir jetzt nicht, dass das Ausleuchten nichts bringt. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber die Zombies kommen auch tagsüber. Also die verbrennen nicht am Tag. Ja, aber in der Nacht ist die Spawnrate, glaube ich, häufiger. Es geht nicht anders. Ich muss erstmal in die Stadt. Ich brauche noch ein bisschen Strings. Für den Bogen. Und ich brauche... Was brauche ich noch? Ich brauche Obsidian, das kann ich unter Tage farmen. Hier ist wieder so ein unsichtbarer Gnom. Blutsack. Ha! Ich wusste es doch. Alles gut, wir leben noch. Ja, noch. Das wird schon wieder Tag. Es wird ja schon wieder Tag. Ich feiere die Soundmod, das ist ja die von RL Craft. Nee, warte mal, ich muss erstmal Fackeln in die Hand nehmen, so. Du bist auch gar nicht, dass sie weiterentwickelt wurde. Du bist ja gerade unter Tag. Du siehst doch bestimmt unten links in der Ecke eine Difficulty-Anzeige. Nö. Dann hast du noch Glück. Sobald die auftaucht, musst du aufpassen. Das zeigt dir an, wie schwer es gerade in dem Bereich ist. Hm. Oryx-Gewählt oder ähnliches gibt's ist nicht, oder? Drauf. Okay. Also jeden Block der Hand abbauen. Ja. Ich denke mal, hier wird es dann bestimmt irgendeine Farming-Methode geben. Soll ich sagen? Nö, sagen tust du nichts, bitte. Okay. Ich will ja jetzt selber mit der Mod mal zurechtkommen. Ich habe die selbst noch nie gespielt, aber ich weiß halt, was man da. Was es da für Möglichkeiten gibt. Was hat. Der hat einen Handschuh gedroppt. Power Crystal. Sieht aus wie ein Handschuh. Lol. Ich will doch nur Strings. Du.
Da sind noch mehr Strings. Überlebe ich. Wow. Die Difficulty-Anzeige dann eigentlich aus? Das ist so ein kleiner Balken, da steht wirklich einfach nur Difficulty da und okay. Dann eine Zahl. Und je höher die Zahl, umso schwerer ist das Gebiet dort. Und ich glaube auch, Über den Herzmann? Nee, links daneben. Ah, okay. Und ich glaube, je höher die Difficulty-Zahl ist, auch umso häufiger spawnen dort dann Mobs. Oh. Der Spaß hört gerade ziemlich schnell auf. Was ist los? So, und jetzt muss nur noch Gollum kommen. Wie groß ist Gollum? Es ist ein Mutantenzombie. Der dich durch Blöcke hitten und killen kann. Weil er eine Special-Attacke hat. Mami! Ich hab mit dem auch schon Bekanntschaft gemacht. Ich will die scheiß Schlucht erkunden. Das ist cool hier. Na gut. Ach, die ich eigentlich später noch abfahren wollte, nur dann. Ich bin eigentlich weit weg von deinem. Increase Base Attack Damage. Difficulty 3 habe ich jetzt. Ah, okay. Jetzt habe ich den Balken gesehen. Basic Bullet. Ja, Waffen gibt's auch. Aber ich weiß nicht, von welcher Mod das ist. Steht okay, steht irgendwie gar nicht da. Hä, wie, ach wie doch. CGM Basic Bullet. Hä? Wie verwendet man diesen komischen Handschuh? Hast du auch so ihn? Da steht Power Crystal. Hab ich auch. Steigert deine Basis Attack Damage. Increase Base Attack Damage. Hm. Ich hab auf jeden Fall jetzt schon einen Plan. Ich feiere das. Kelp. Soll ich dir auch gleich kelpen? Oh, hier ist ein Mob. Au. Hier sind mehrere Mobs. Macht der mehr Damage? Ja. Der Handschuh. Wiss ich nie, ich hab das nie getestet. Also ich hab's versucht. Aber irgendwie. Vor allem bei mir sehen die ganzen Zombies normal aus. Optifine hast du dran, drinne, oder? Ja, ich hab Optifine. Weil du brauchst ja Optifine dafür. Optifine habe ich drinne. Okay. Aber das waren nur diese, gerade die Höhlenteile, die normal aussehen. Dann gucke mal bitte unter Options Ressource Packs, ob das TZP 116 drin ist bei dir. Ressource Packs. Ne, das steht unter Available. Was? Das steht unter Available und nicht unter Select. Muss ich das rüberschieben? Warte. Ja, das muss bei Select drüben stehen. Und dieser Programmerart nicht? Nö, das ist nur okay. Für Standard 1.12er Aussehen von Minecraft. Wer das eine 1.16 anhat, der kommt auf seinem Leben nicht klar. Ich hab Kaktusen! Yay! Wie viele Strings hab ich? 18. Oh. Aber ich feiere auch die Sounds. Naja, ich hab die schon auf fast 2% runtergestellt und die sind mir immer noch zu laut. Ne, die Zombie-Sounds sind halt wirklich wie bei Walking Dead. Shitterino, das überlebe ich doch nie und nimmer.
Da ist mein Pack jetzt abgeschmiert. So, da haben wir einen Ozean. Pack? Ich hab auch manchmal so eine Freezes. Ja, ich hab gerade roten Bildschirm wegen Resource Pack zu tauschen. Achso, das dauert. Muss da mal überlegen, wie viel das Ding gerade umändert. Oh. Naja, es wäre mittlerweile, glaube ich, schneller gewesen, einfach das Pack neu zu starten. Oh, nee, keine Ahnung. Bei mir war es halt schon von Anfang an drinne. So, 19 Kelp, das reicht nicht. Genau genommen reicht das eigentlich. Ey, du brauchst es ja zum Craften. Ja, aber brauchst ja nur eins wieder anpflanzen. Ich habe nicht so viel Wasser bei mir um die Ecke tatsächlich. Ich lebe ja nicht am Ozean. Ausnahmsweise mal nicht. Und auch an keinem Fluss. Vor allem, ich sehe, du hast da irgendeinen Todespunkt wie. Ja. Wie setzt mein Waypoint? Weiß ich nicht. Ich weiß gerade mal, wie man die Dinger. Warte. 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 Löscht. Tinkers hier drauf? Scheinbar. Ja, Tinkers ist drauf. Eisen brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich brauche halt Leder. Sein, dass ich hier später nochmal weggejagt werde, wenn das Eck zu nah ist, aber erstmal bleibe ich hier. Titanium. Was? Titan? Raritanium. Ach so. Ja, oh, hab ich wohl schon. Kann man nee, da oben, da kannst du tatsächlich bleiben, weil ich expandiere in Richtung Westen. Westen. Das ist richtig. Hier Richtung großer Wald. Das dahin. Das alles dahin. Wo waren wir stehen geblieben? Mechanical Belt. Das braucht man bestimmt ein paar Mal. Zum Teufel. Okay. Keine Ahnung, was ich jetzt kopiere. Hast du dieses Achievement auch schon? Welches? War mein Chat. Warte, ich habe hier so eine Blume eingesammelt. Flower of the Savannah? Nö, habe ich nicht. Quark erstmal das hier rein. So. Außer das Essen, das kommt da hin. Ist immer 9 Stück sind ein Block. So. 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 Oh, Kacke, es wird gleich Nacht. Ah, weil du gerade sagst Nacht. Bogen und Bett. Genau. F7 gibt es ja nicht zu viel. Ah, doch. Doch. 1, 2, 3. Man kann keine Betten craften. Okay. Okay, haben wir das auch gelöst, das Geheimnis. Schön. Ich wollte noch angeln. Shit.
Ey, Crossbow hab ich schon einen. Wo ist denn der? Da. Emeralds. Enchantment Table. Brauche ich Obby. Das werden wir uns gleich holen gehen. Ey, ich bin gerade auf dem Stuhl sowas von hart zusammengezuckt. Entschuldigung. Oh Gott, Daco, mach das bitte nicht nochmal. Kündige dich bitte vorher an. Ich bin ja froh, dass du dich geschlagen hast. Ich hatte gerade einen Eimer in der Hand. Ich bin gerade wirklich echt zusammengezuckt hier, ne? Oh, die Schritte sind das Schlimme. Ey, das ist aber wirklich schlimm. Oh Gott, nee. Also an Kohle mangelt es hier auf jeden Fall nicht auf der Welt. Nee, ja, an dir ist ja auch nie. Ich habe bestimmt schon insgesamt 20 Stück. Plus die drei, die ich vercraftet habe. Also ich bin hier runter und hatte echt übelartiges Glück mit Dias. Bloß ich mache mir bei der Lava Gedanken über die Dinger, die nach oben sprießen. Die kennst du doch bestimmt noch aus L-Craft. Oder? Dass da auf einmal was rausploppt. Ja. Aber dazu müsste man die zur Hobby machen, oder? Oder springen die ganze Zeit raus? Ich weiß nicht, ob da überhaupt Mobs rauskommen. Ist jetzt noch keiner rausgekommen. Hast du schon, hier, ach Gott, wie nenne ich denn das Tierchen? Keine Ahnung, hast du schon im XXL-Tausendfüßler gesehen? Nö, ich habe bisher nur Vanilla-Zombies gesehen. Okay. Hä? Ach, das ist bei mir draußen. Die Musik, oder? Nee, hier ist so ein ganz cooles Geräusch. Ja, genau. Was habe ich als Musik identifiziert? Echt, war das Musik? Okay, es kann, Gott, so. Kann auch hier drinnen Sound sein, tatsächlich. Toll. Das dauert ganz schön lange hier. Höhle und Höhle und noch mehr Höhle, die schon erkundet sind. Achte immer auf die Minimap, da wird dir sogar der Höhlenweg alles angezeigt. Ist irgendwas Gutes an der Minimap. Aber da werden halt eben keine Mobs angezeigt. Ja, das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, das ist gut soweit schon nochmal. Trotzdem schaue ich irgendwie aus Reflex immer hoch. weil ich das gewohnt bin, zu kontrollieren, ob da ein Mob in der Nähe ist. Wie viel habe ich denn jetzt? 10? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ich brauche noch 4 Stück für den Enchantment Table. Oh Gott, ey, dieser Husten. Vor allem, das ist kein normaler, das ist so ein krasser Reizhusten, dass du richtig schön Kopfschmerzen kriegst. Das ist so nervig. Ich habe heute Vormittag mit meiner Ex telefoniert. Jetzt mal wieder Stress gab mal wieder Stress mit dem Großen. Okay. Und ja, die haben am Samstag von mir Geld bekommen. Jedes Kind 2 Euro. Habe ich gesagt, holt ihr euch heute entweder noch was im Geschäft bei eurer Mutter. Oder ihr holt euch Montag nach der Schule was. Und der Große wollte es mit in die Schule nehmen, weil wir wissen, was er damit vorhat. Er geht ins Rewe, holt sich Energy. Meine Ex will das nicht. Energy sage ich aber auch, nee, muss nicht unbedingt sein. Und er hat sowieso Rewe-Verbot, weil ja seine Schwester sich das Klauen abgeguckt hat bei ihm, weil er immer ins Rewe geht, frühs mit ihr, ihr nichts holt und naja, da hat es halt eben angefangen zu klauen, damit sie auch was hat. Ja, jetzt hat er halt Rewe-Verbot, er wollte das Geld mitnehmen, weil eine Ex hat gesagt, nee, und dieses Hin und Her immer wieder. Und ich angerufen, dann haben wir das noch geklärt wegen Weihnachten, wegen Silvester. Das müssen wir noch klären. Also, es steht schon fest, dass die 2 Wochen bei ihr sind.
aber dass die halt in der Silvesterwoche mal einen Tag zu mir kommen. Und was war denn da noch? Ach so, da ging das auch los mit dem Husten. Da habe ich auch gesagt, ich verfluche deinen Sohn, weil er mich angesteckt hat. Das ist wortwörtlich, dem Kerl geht's besser und ich sitze hier mit Kopfschmerzen da. Das ist richtig krank. Ach ja, als Eltern hat man es nicht einfach. Wasserfälle sind extrem laut. Merke ich gerade. Das weiß ich nicht. Die sind bei mir eigentlich relativ leise. Ich müsste aber die Mobs vielleicht tatsächlich mal ein bisschen lauter machen, dass man halt die auch hört. Hosted Kreaturs. 100% friendly, 100. Ja, gut, dann werde ich doch nicht dran rumspielen. Dahin. Difficulty 5. Ja, schön. Ja, ich hatte schon 6. Aber ich hier nicht ausleuchte. Jedenfalls nicht korrekt. Ich habe Lobfische. Gesundheit. Ich hatte wirklich Blobfische. Okay. Sehen so aus wie die 1,17er Azelotte. Ach so. Ja, hier ist ja eine schöne Mod drauf. Hä? Hat sich hier neben mir einer gerade einen Gang gegraben? Wie neben dir? Ich hab. Ja, ich hab zum Anfang zwei Gänge gegraben. Leute, sehe ich jetzt erst. Ich habe ein Netherportal. Ja, ich baue mir selber eins. Nee, das ist eine ganz komische Plörre. Das ist kein... Wo bist denn du? Das ist... Wenn du zurück zum Hauptgang gehst, einen geraden Weg immer entlang. Ja, ich stehe hier bei deiner, bei deinem Links- und Rechtsweg, wenn ich runterkomme. Ich bin nach Osten. Osten, da lang. Ah, ich sehe schon den Nametag. Ja, was seid denn ihr für kleine Arschis? Erstmal töten. Fies. Ja, genau. Okay. Da! Klaut er mir auch noch das? Naja, wenn ich schon mal hier bin. Warum nicht? Darko? Ja? Wer springt als erstes rein? Ich garantiert nicht, ich hab nichts. Also hopp. Das ist es ja. Du hast nichts. Ja, eben, wenn du alles verlierst, sind wir wieder auf einem selben Stand. Das ist doch schön. Nee, es gibt ja eine Grabmod. Ich sag mal so, ich spring nicht rein. Ich mach das nicht. Nein. Ich schon. Was zum Teufel? Okay, nice. Passiert nichts, du kommst, bist in einem Raum drinne. Und wie kommst du wieder zurück? Weiß ich nicht. Scheiße! Ich hab auch kein Flint und Steel dabei. Schön!
Ja, gut. Ah! Ich bin zurück. Ich hab jetzt alles erwartet, von Mobs über... Ich hab das Loch unter mir nicht gesehen. Oh, neben meinem Turm ist Difficulty 8. Oh. Ja, da kann ich mir aber gleich Flint und Steel mitnehmen. Denn ich hab ja dort... Na, du weißt schon. Ja, beim Grab oder was? Das und... Na hier, wie heißt denn das? Obsidian! Ich hatte noch 14 oder 16 Obsidian mitgenommen. Ehrlich gesagt gefallen mir die Sounds gerade überhaupt nicht, die ich hier höre. Bist du überhaupt schon gestorben? Oh. Nö. Da oben sind Mobs. Genau. Ich sollte also, eine Picke mitnehmen. Wenn du wiederkommst, pass auf, von oben können wie in der Olaf-Tragödie Sachen runterplumpsen. Sarko, ich habe diesen Tausendfüßler gerade. Der ist in deinem Gang, den du gegraben hast. Der XXL-Tausendfüßler. Hä? Ja. Ich bin weg. Ich habe halt immer noch keinen Dealer gefunden. Ich kann mich jetzt alle ganz veräppeln. Eigentlich Slash Set. Oh, gibt's okay. Muss ich auch gleich noch machen. Ah, okay. Danke für den Tipp. Hey, ja, gut. Wo bist du denn immer respawned? Am Spawn, weil ich gar nicht so weit weg bin. Set Home Home. Dann musst du dir aber wieder OP wegnehmen. Kann ich machen. DOP. Eck-LP. So. Hab ich kein Problem damit. Steinpick reicht aus. Oh, könnte ich jetzt mal bitte scheiß fucking Dias bekommen? Findet man die ganz normal wie Vanilla Dias? Ja. Na, irgendwie nicht. Da hat wohl jemand null Luck. Okay. Ach, du hast weitergegraben. Da. Ich bin immer noch auf der Suche nach Diamanten. Ja, ich bin wieder mal im Nether, wa? Ich hoffe mal, dass dann das normale Nether-Portal geht. Ah! Hier kann ich mich nicht runtergraben, okay. Ja, auch nicht. Was ist das denn? Nether Crystal Block. Jetzt muss ich hier runter. Den muss ich looten. Hä, wie will man hier runterkommen? Man spawnt einfach mal eiskalt in der Luft. Nether Crystal Block kann man nicht mitmachen. Das ist von Biome Supplanting in Deko Block. Warte mal, ich habe gerade ein anderes Problem. Ja, und zwar, dass du da nicht runterkommst. Hast du schon gesagt. Ja, nicht nur das. Meine Pick ist auch broke. Nein! Ike, du bist ein... Die sind aber nebeneinander, die Krämer. Das muss man erstmal hinkriegen. Das macht's aber nicht besser. Also, nee. Also, einfach, nee. Darko, du musst auch noch sterben. Und ich frag jetzt mal ernsthaft, wie viele Mob-Tode hattest du jetzt von deinen... 4 Stück und 2 Fallschaden. Und warum stirbst du gerade nur noch durch Fallschaden, wenn ich hier bin? Das frage ich mich gerade auch. Ja. Das war... Bei mir. Genau. Na, über mir sind neu eingezogen und... Ich kann ihnen ja schlecht sagen, die sollen aufhören zu pochen, wenn ich streame. Das geht ja schlecht.
Zeug. Nee, die sind letzte Woche frisch eingezogen. Ich musste mir das ja auch Samstag schon antun. Also da haben sie von 9 bis Punkt 12 gebohrt und kurz vor 14 Uhr haben sie dann wieder angefangen bis 17 Uhr. Und ich weiß ja, wie das ist, wenn man umzieht. Also, ich drehe den da keinen Strick draus. Nur wenn es halt wie mein werter Herr Nachbar, der sich über meine laute Stimme aufregt, so laut so abgeht, dass die nach 23 Uhr einen Schlagbohrer anwerfen, dann stehe ich natürlich oben. Hier bin ich runtergeplumpst. Ja. Ich muss mich doch irgendwie in eine Richtung graben können. Hier wollte ich mich lang graben. So. Ah, hier sieht es doch schon besser aus. Hier kann ich gleich runterjumpen. Ach, und meine fast 30 XP sind wieder weg. Das ist schnell 30 XP. Ich habe gefarmt und durchgebrannt. Ich bin ja auch schon seit fast 3 Stunden hier drauf. Da sind meine Gräber. Und da ist irgendein schwarzer Strahl nach oben. Ich bin neugierig. Ich werde bestimmt gleich wieder sterben, wenn ich mir das angucke. Nehme ich in Kauf. Weil mich macht gerade voll was Irrationales. Ich fange an mit Bauen. Als zum Anfang. Hä? Das mache ich nie. Ja. Okay, das war das leere Grab. Da ist das volle. Darko? Beschäftigt. Ach nee, die Picke ist kaputt. Ich wollte schon sagen, ich kann das alte Grab nicht mehr abbauen. War nur die Picke kaputt. Was ist das für ein schwarzer Strahl? Das will ich jetzt herausfinden. Ein Reclaimer. Yellow Glaze Terracotta Goldblock. Erstmal alles mitnehmen. Hä? Better Portals ist der. Okay. Ich hab mal einfach mitgenommen. Hier ist ein komplettes Kristallbiom. Ja. So, ich habe einen Stack von den Kristallen, das reicht. Wer findet als erstes Netherite, Darko? Wer wohl? Ich bin gerade noch nicht auf der Suche danach, tatsächlich. Ich bin auch nicht auf der Suche danach. Ich farme gerade Reclaimer ab. Keine Ahnung, für was man die braucht. Ich nehme sie einfach mit.
Sprout. Bramble. Kann man die mitnehmen? Die sehen cool aus. Tatsache. Au, 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 au. Da gab es gerade ein Leck. Habe ich gemerkt. Genau, Soul Sand und das andere Zeug wollte ich haben. Magma-Blöcke. Ich baue mir so einen schönen 1,16 Fahrstuhl in meine Base. So, das haben wir. Jetzt brauche ich nur noch Soul Sand. Aber weißt du, wie schön das ist? Du hast hier keine Mobs im Meter. Das ist voll cool. Ich versteh's nicht. Er hat ausdrücklich davor gewarnt, in den Nether zu gehen. Okay. Oder ist im Nether peaceful? Warum auch immer. Nee, normal. Ja, also, hier ist nichts. Ich hatte vorhin ein Geräusch von einem Gas gehört. Das ist wieder weg. Ich sehe auch keinen. Also, ich weiß nicht, was da das Problem sein soll. Hier ist eigentlich wirklich gar nichts. Kein Mob und nix, kein Gegner, also gar, ja, Gas sowieso nicht. Oh! Ich hab da was Grünes Hüpfendes gefunden. Slime? Nein, ein Frosch. Was? Hüpfe! Arschloch! Stirb! Nö! Ich bin weg. Oh, ich hab noch viel. Au, ah, 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 das Vieh zieht mich ran! Ah. Das leckt auch ein bisschen, wenn du im Nether bist, komischerweise. Ich bin gerade nicht mehr im Nether. Ja, ich weiß. Jetzt leckt es ja auch nicht. Viel Spaß im Nether wünsche ich dir nur. Ich warte jetzt, bevor ich dahin gehe. Ja, ach. Ich nehme jetzt erstmal die Kuh mit, die ich gefunden habe, den Bullen oder was das auch immer ist. Ja, nö, will nicht. Der pennt. Ist das eine, so eine ähnliche Animalium-Mod? Scheint so. Ich habe halt zwei Goggles, die wollte ich pimpern lassen, das geht nicht. Ja, weil zwei Hähne. Chitterino, wie macht man das jetzt dort? Steinschwert. Wie viele Federn hat der Eik? Eine. Okay. Und ich habe keinen Flint. Ja. Hat sich das auch erledigt mit dem Bogen? Scheiße. Was ist denn, wenn ich jetzt das Slashback eingebe? Geht das? Das geht und das Vieh ist doch da! Oh, solange du
wegrennen kannst. Ja. Ich warte jetzt nur, bis der Blob weg ist. Was war das überhaupt? Warped Toad. Was soll das sein? Ich hab mein Grab gelootet. Yeah. Okay, an Frösche nicht im Nether nicht rangehen. Muss ich mir merken. Ich glaube, wenn du da eine Liste erstellst, an was du alles nicht rangehen sollst, dann sitzen wir morgen noch hier, bis die fertig ist. Was ist das da unten? Okay, jetzt fangen an, die Mobs hier zu spawnen, so langsam. Ich bin neugierig bei den Mobs. Ich muss da gucken gehen. Ja, die sehen aber auch witzig aus. Ich habe kein Essen mehr. Okay. Hä, wo ist denn das hin? Hä? Ist das weg? Nö. Nö, ich will das jetzt sehen. Was war das? Oh! Hast du den Stream offen? Ja. Warte. Da oben ist ein Skelett. Nein, es bewegt sich. Das Ding da oben bewegt sich. Ja gut, was soll ich dazu sagen? Dias! Okay, das ist was Gutes, was du dazu sagen tust. Oh, meine endlich. Ihr Stück willst du mich ver... Ja, will es. Na, egal. Geht schlimmer. Ich hab Bock, das Vieh zu klatschen. Nein, nee, ich... Nein. Nein, Ike, nein. Kann auch sein, dass das ganz lieb ist, wie ein Skelett fährt. Aber die Chance dafür ist ziemlich schlecht. Ja, wir werden uns auch hier mit Pferden fortbewegen. Nehm ich lieber so einen Elefant. Die kannst du, glaub, nicht tamen. Nee, weil du kannst halt einen Sattel craften und du kannst die ganzen Armos davon herstellen. Ich glaube mal, dass es gewollt ist, dass man sich auf Pferden fortbewegt. Haben sie aber, soweit ich weiß, auch gesagt, dass es auf jeden Fall kein ich siede mich der Anmod-Pack ist, sondern eher ein, wie bei RL-Craft. Ich laufe hier mal hin, dann laufe ich da mal hin. Ja. Aber wenn man bei Walking Dead ausgeht, die haben sich auch angesiedelt und sind dann immer in der Weltgeschichte umhergereist, um Sachen zu looten, aufzudecken und. Also man braucht schon eine Standardbase, wo man sein Zeug alles unterbringt. Jo, 18 Uhr, holy shit. Kommt mir schon wieder vor wie sonst wann. Hier ist der Hauptpunkt von dir. Passt. Lava. Okay, ja, okay.
Warum finde ich kein Netherite? Warte mal, das war ein Fehler. Lava kommt nicht lang. So. Best, was sagst du denn? Ja, das kann ich abgeben, das kann ich abgeben. Okay, ich habe kein Glück mit Netherite. Home. Was ist das? Egal, sieht geil aus. Wird hing platziert. Nein, eins zu weit. So. Jetzt weiß jeder, wo ich hause. Wieso? Musst du mal zu mir rüber gucken. Hat der echt diese zwei Strahlen eingestellt? Die habe ich aus dem Nether mitgenommen. Okay. Erze kommen hier rein. So. Neverportal. Ich muss auch mal einen Tag offscreen hier Dings farmen, Dreck farmen. Ich würde das hier gerne ein bisschen auf eine Höhe bringen, damit ich hier schön bauen kann. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Okay, wir müssen unten das Netherportal nutzen. Bin ich ja froh, dass wir so schnell eins gefunden haben. Ich brauche noch Dias. Da haben wir noch 9 Stück. So. Aktuell habe ich ja nicht so viele Level. Was kann ich machen? Efficiency, Efficiency. Mining Level Obsidian. Mining Speed 8, Efficiency 1. Efficiency an Breaking. Wir machen das da. Efficiency. Das kostet 4. Das kostet auch 4. Okay, muss ich irgendwas durchbrennen. Hier haben wir noch Kupfer. So. Da auch bei dir so niedlich? Weiß ich nicht, warte. Ja. So, das. Und hier haben wir was. Connect to Shaft with the Belt. Okay. Machen wir gleich. Ich brauche Level. Furnace. Furnace Engine. Smooth Stone. Okay. Okay, ist schon alles sicher. Edeldrachenite.
Danke, Kedo, für dein Raid. Und es wird angezeigt. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Es wird angezeigt. Nice. Im Chat, oder? Auch im Video, also im Stream. Oh, scheiße, Darko, hast du 4 Level zufälligerweise? Ich hab 20, ja. Würdest du mal kurz zu mir kommen? Ja, warte. Ich hab noch keinen sicheren Weg zu dir gebaut. Hi, hi, wow. Kedo. Au. Ja, einen sicheren Weg muss man definitiv doch bauen. Hi. Was sind das für Dinger? Ah! Willst du mich umbringen? Warum? Dafür sind die da? Cool! Die hab ich aus dem Nether mitgenommen. Würdest du mir die zweimal mit dem Zug craften? Hast du noch genug Bios für eine Picke? Was hat Dias? Ich habe noch 7 Stück tatsächlich, ja. Warte mal ganz kurz. Danke, Kedo Dranks, dass du mir folgst. Wie viel wolltest du haben? 3 für eine Picke wäre ganz schön. Effizienz kostet 4 Level, kostet 4 Level. Danke. Okay, ich nehme hier auch gleich mal meinen Verzauberungs. Bücher und so weiter aus dem. Bücher habe ich alles. Nicht, doch, Bücher habe ich 22 Stück. Aber keine Level mehr. Ne, ich meine Shelves-mäßig. Achso, nee, da muss ich noch ein paar Bücher farm gehen in der Stadt. Werd ich dann aber auch gleich machen. Wie kam dahin? So. Hä? Ja gut, leg mir nur. Hast du aus meiner Erzkiste was genommen? Ja, da lag es. Du Hund. Kedo Dragon ist der Netzwerkkanal. Ja, weiß ich ja. Aber trotzdem. Der Form halber sollte man sich immer bedanken. Sharpness 1. Für was sind eigentlich die? Ja, Hard Crystal in Quest Maximum Health. Die nehme ich mit. Vor allem hast du die Anzeige eigentlich absichtlich weggemacht? Welche Anzeige? Die Abo-Anzeige. Die lasse ich aus tatsächlich heute. Also in dem, weil ich das ja auch auf YouTube hochlade. Und das würde nur stören. Ah, okay. Oh, lass es dir schmecken. Kann mir sowieso mal jemand erklären, wofür diese komischen Geldteile jetzt sind? Du kannst ein Wallet bauen im Market. Dafür braucht man Leder. Und ich habe noch nicht wirklich herausgefunden. Leder. Woher? Elefanten geklebt. Hö, ich hab Uschens weh geklatscht, da kam nichts raus. Beschiss. Dafür hab ich 2 Beacons, die einen hochporten. Also fliegen lassen. Ich brauche aber ein bisschen mehr. Ja. Ich geh mal auf Elefantenjagd. Du brauchst 6 Stück und es gibt Backpacks. Ein dafür braucht man auch Stück wieder Leder. Ja. Hallo, du Ochse? Was? Was? Seit wann schlägt der Elefant zurück? Der hat mich auf ein Herz runtergehittet mit einmal. Die schlagen schon immer zurück. Das ist wie im Real Life. Difficulty 10 im Übrigen gerade bei mir. Läuft. Ey, Ochse. Komm mal mit, ich hab deinen Artgenossen hier unten. Ich glaube, das ist sogar ein... Sag mal, du blödes... Willst du mich verarschen? Ich glaube, jetzt habe ich 2 Menschen hier drin. Naja. Darko, wir machen eine Nether-Challenge. Tust du das Skelettteil wegklatschen, kriegst du noch ein extra Dia von mir. Skelettteil wegklatschen? Ja, was ich vorhin entdeckt habe, also gefunden habe. Dieses Skelettenwurmteil. Achso.
Du kriegst noch einen Dia von mir, wenn du das machst. Ich bin relativ stolz auf meine fast 20 Level gerade. Auch von, obwohl von denen. Ui, der blubbert. Ich hab schon wieder so einen komischen Handschuh gekriegt. Oh oh. Rated for Server kann ich gerade nicht gebrauchen. Nö, läuft alles. Ich frag mich, was du hast. Zombie-Probleme habe ich. Ja gut, es ist auch Nacht, Darko. Ja, mein Pillager-Turm, den du dort siehst, der wird ja komplett abgerissen. Also ich werde hier richtig schön krank aufbauen alles. Wenn du größer ist. Ja, aber der ist auf einer Höhe gelegen, die gefällt mir persönlich nicht. Und ich will eine ordentliche Base haben, wie bei Walking Dead halt. Oh, ich habe mir einen Verzauberungstisch hergestellt und finde gerade einen. Toll. Ich brauche auch noch einen. Die das hätte ich mir auch sparen können. Cauldron habe ich schon 3 Stück oder so. Also an der Oberfläche gibt es 4 Kupfer, sehe ich gerade. Gibt's auch unter Tage. Aber nicht auf Höhe 11. Oh, Gollum! Hi! Ich bin weg. Ich hab ein Haus. Ich hab eine Bibliothek gefunden hier gerade. Eine Bücher schon am Hauptbau? Ja, mach ich auch. Außer da sind halt. Nein, mach ich nicht! Mobs drin. Nein. Gollum schlägt doch durch Wände. Hab ich dir doch gesagt. Wo der ist, spawnen auch ganz viele andere Zombies. Oh Gott, ey. Ah, der hat seinen Namen bei mir jetzt weg. Babyviech. Mami. Ich hab. Hab ich Blöcke dabei? Oh, wow. Da ist er. Komm her. Ich sagte so viel noch, Eisenrüstung ist ein Scheiß hier drin. Die bringt so gut wie gar nichts. Mami. Also wenn einer spawnt, meinetwegen. Wenn 5 spawnen, bist du zu viele. Ja gut. Au. Ich überlege mal, du würdest hier wie beim normalen Walking Dead infected werden. Tschüss. Und dann musst du beim Grab erstmal gegen deinen Zombie kämpfen. So. Ja, könnte man ja mit First Aid einstellen. Kennst du ja, wie abfuckend das ist. Ja. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Slash Home. Zombie Armor Kopf. Oh, ich hab einen Kopf. Da hab ich auch schon ein paar. Du kannst übrigens OP wiedergehen, das ist eine andere Slash Home Mod. Ja, nö, ich lasse es jetzt weg. Was will ich mit einem Cursed Herz? Hab ich auch schon. Also Darko, ich hab 2 Stacks und 21 Bücher aktuell. Ich hab 6. Hätte ich Silk Touch, hätte ich sogar die ganzen Bücherregale schon. Oh ne, ich höre da unten Gollum. Ich habe vor allem voll viele von diesen Bullets. Von den Munitionsteilen. Ja. Ich denke mal, an Waffen werden wir später auch noch kommen. Mich würde halt mal interessieren, was das für Waffen sind.
Bei mir hat jetzt gerade alles die Textur geändert auf einmal. Okay. Kann es sein, dass du Launcher neu starten musst? Nee, als wäre Jahreszeitenwechsel sowas. Bei mir tatsächlich noch nicht. Okay, ich bin noch gerade im Haus. Kann es sein, dass mein Schwert kaputt ist? Ja. Leck. Ja, mein Schwert ist kaputt. Ich habe kein Eisen dabei, schön. Jetzt ist noch meine Axt kaputt, dann verkloppe ich die jetzt mit der Schaufel. Ich will den Spawner da unten abbauen. So, was gibt's in der Kiste? Nix. Ja, noch einen Amboss, den nehme ich auch noch mit. Ja, ich kann jetzt gefühlt nichts mehr machen hier. Ich weiß gar nicht, ob hier eine Season Mod drauf ist. Aber bei mir sieht immer noch alles normal aus. Ich bin jetzt gerade bei mir zu Hause. Nö, ich war der Meinung, das hätte sich die ganzen Blocktexturen geändert. Nö, so. Aber ich mache ein ganz kurzes Päuschen und bin gleich wieder da. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop.